Temperaturen um die 20 Grad, ein strahlend blauer Himmel, eine leichte Brise und ein gesperrter Yachthafen hier in Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Selten hatten die Einheimischen hier so viel Platz für sich über Ostern wie in diesem Jahr. Strand ist leer, sonst ist er voll. Keine Strandkörbe. Keine Strandkörbe, es ist, irgendwas fehlt, ne? Keine Fahrradfahrer, ja. Fußgänger. Die Straßen sind schön leer, man ist in 2 Minuten da, wo man hin will, ne? Das ist natürlich der Vorteil. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, sag ich, ne? Wir sind sonst Ostern eigentlich immer selber unterwegs, irgendwo anders mit dem Wohnmobil. Diesmal sind wir hier. Aber es ist bei dem schönen Wetter trotzdem schön. Es ist ruhiger alles. Schade für die Leute, die hier nicht sein können. Das Reiseverbot für Einheimische in Mecklenburg-Vorpommern wurde gekippt. Dennoch ist der Strand merklich leerer, auch ein paar Kilometer weiter in Heiligendamm. Die Eisdiele, sonst einer der Hotspots in Corona-Zeiten. Definitiv anders. Weil der Terrassenbetrieb halt fehlt, ne? Aber wir schlagen uns so durch. Wenigstens, dass wir arbeiten können, das ist wichtig. Und die dritte? Kirschjoghurt, ja? Ja. Die Gastronomie leidet im gesamten Norden. Die weitgehend leeren Parkplätze am Steinhuder Meer in Niedersachsen lassen vermuten, auch hier wird das Ostergeschäft eher schmal ausfallen. Viele Zugänge zum Wasser sind gesperrt, schlecht für Bootsverleiher und Imbissbodenbesitzer. So leer war es noch nie. Für uns wäre es natürlich ein göttlicher Start gewesen in die Saison, pünktlich zu Ferienbeginn in Niedersachsen. Traumhaftes Wetter. Dem ist nun leider nicht so. Kontaktbeschränkungen, Familienbesuche nur im kleinen Kreis. Dieses Ostern wird einigen im Gedächtnis bleiben. Traurig eigentlich, sehr traurig, weil man nirgends hinkommt, alles ist so. Was fehlt, sind die Familienzusammenkünfte, also die größeren, aber ist halt so. In Hamburg, hier im Jenischpark, gilt wie überall im Norden nicht mehr als 2 Personen, außer es handelt sich um eine Familie, die in einem Haushalt lebt. Dieser Regel sind auch die beliebten Osterfeuer dieses Jahr zum Opfer gefallen. Aber die Corona-Zeit macht erfinderisch. Wir haben in der Hausgemeinschaft einen Osterfeuerersatz gefeiert quasi. Und zwar war die Idee, wir zünden alle Kerzen an auf dem Balkon. Dann haben wir uns alle auf dem Balkon getroffen und zusammen was getrunken und ein bisschen Musik gehört. Auf der anderen Seite der Elbe das alte Land. Fähranleger Sperrwerk Neuenfelde. Blick auf Blankenese. Ein klassisches Ausflugsziel, jetzt allerdings mit Einschränkungen. Wir müssen Abstand halten, wir dürfen keine Corona-Partys feiern. Und da ist Radfahren so ziemlich das Einzige, was einem da bleibt, neben Spazierengehen natürlich. Und hier am Elbdeich ist es natürlich super. Das nördlichste Bundesland im Norden, Schleswig-Holstein, ist am härtesten auf die Corona-Bremse getreten. Touristen sind hier nicht erwünscht. Die Einheimischen sind mehr oder weniger unter sich. Also Ostern 2020 ist, ich sag mal, wie Winter, nur heller und wärmer. Und deutlich leerer. Allerdings, und das hier ist ein Bild aus dem Jahr 2019. St. Peter-Ording, wie wir es kennen, der Strand gut besucht. Ja, und heute? Mein Kollege Carsten Salzwedel war heute in St. Peter-Ording. Ein Ostern, das man auch dort so schnell nicht vergessen wird. Hier seine Eindrücke. St. Peter-Ording wirklich ganz, ganz anders, als man es kennt. Nämlich sehr, sehr ruhig und sehr, sehr leer. 17.000 Betten gibt es hier im vergangenen Jahr in den Osterferien. Da waren hier 153.000 Übernachtungen gemeldet. Und diese Gäste, die jetzt nicht da sind, die fehlen allen. Die fehlen den Ferienwohnungsbetreibern, die fehlen den Hotels, die fehlen den Gaststätten, Restaurants, Bars, Cafés. Und eigentlich sind die auch sehr, sehr wichtig für den Ort. Der lebt nämlich zu 100% vom Tourismus. Wir haben mit Einheimischen gesprochen, die sagen, so leer haben sie St. Peter-Ording zu Ostern noch nie erlebt. Selbst im Winter ist hier mehr los. Und der Strand ist wirklich menschenleer, kann man sagen. Also heute Nachmittag waren ein paar Leute unterwegs. Jetzt am frühen Abend ist fast keiner mehr unterwegs. Die Menschen können sich auf jeden Fall sehr gut an die Abstandsregeln halten und machen das auch. Wir haben auch mit der Polizei gesprochen und die sagt, es geht eigentlich komplett ohne Auffälligkeiten einher, dieses Osterwochenende. Und das ist ja soweit eine gute Meldung. Die Menschen hier in St. Peter-Ording hoffen natürlich, dass es hier bald wieder zur Normalität zurückgeht und dass sie hier bald wieder Gäste begrüßen können, aber natürlich erst, wenn das sicher möglich ist.